Brutstätte Epsilon über Brücken gesperrt. Eine riesige Kampfmaschine, die für ihre Angriffs- und Verteidigungsfähigkeiten kryogene Flüssigkeiten zirkuliert. Trotz ihrer Größe ist sie schnell und tödlich. Ja. Hat 4 Bauteile. Körper, harte Außenhülle, die synthetischen Muskeln und Betriebssysteme schützt. Schwäche, Feuer, Stärke, Eis. Eisbeutel. Die Zerstörung dieses Bauteils löst eine Eisexplosion aus. Macht die Maschine vorübergehend brüchig und deaktiviert den Eisangriff der Klauen. Schwäche alle, Stärke keine, Vereisereinheit. Die Zerstörung dieses Bauteils löst eine Eisexplosion aus. Macht die Maschine vorübergehend brüchig und deaktiviert alle eisbasierten Angriffe außer den Klauen. Schwäche alle, Stärke keine. Energiezelle. Aus diesem Bauteil kann Zünderrohstoff erbeutet werden. Ein Treffer auf dieses Bauteil mit Schockpfeilen löst eine Explosion aus, die alles in diesem Bereich elektrifiziert. Schwäche Schock und Abriss, Stärke keine. Okay. Frostklauenlinse, 26, ist gar nicht mal so wenig. Ungewöhnlich. Dieses ungewöhnliche Maschinenteil kann nur von Frostklauen erbeutet werden und ist bei Händlern begehrt. Quellen Frostklaue. Verwendung Geschäfte mit Händlern, Verkauf gegen Metallscherben. Frostklauenherz, selten. Dieses seltene Maschinenteil kann nur von Frostklauen erbeutet werden und ist bei Händlern begehrt. Quellen Frostklaue. Verwendung Geschäfte mit Händlern, Verkauf gegen Metallscherben. Gut, ja, durch die Heilung muss ich auf jeden Fall zuerst den Turm wegmachen. Da nehme ich auf jeden Fall die Pfeile. Na, er sucht schon. Ja, da habe ich einmal kurz verzogen ein bisschen. Beziehungsweise ich verziehe ja immer. So. Der Frostschaden macht ihm nichts, aber der Turm ist schon mal weg und er kann sich nicht mehr heilen. Erledige die Frostklaue ist optional. Natürlich erledigen wir die. Oh, ja, ja, gut. Ich brauche definitiv eine Frostrüstung. Gut, dass ich mir die schon besorgt habe. Also der Schaden ging ja jetzt, aber ich glaube, wenn mich da ein richtiger Frostangriff trifft, bin ich sowas von weg. Okay, ein Nahkampfangriff ging. Okay. Kann man den zu Fall bringen? Ich glaube mal eher nicht, oder? Wie so ein riesiger Bär. Ah, man kann ihn schon zu Fall bringen. Es ist einfach nur ein riesiger... Also nur. Ein riesiger Bär. Echt cool. Oh, er kann um sich so ein Frostfeld aufbauen. Dann hält er da mehr aus oder so. Natürlich machen wir die Frostklaue fertig. Ja, das macht zum Glück jetzt nicht so viel Schaden. Oh, wie oft macht dann das noch? Ja, okay, die Frostklaue ist ein bisschen schwieriger zum Bekämpfen. Also, da finde ich das Muster irgendwie noch nicht so ganz. Weil der mit den Angriffen auch so schnell ist. Er dreht sich gerne. Oh, der hält aber auch echt viel aus. Bist du gescheit? Bin gespannt, wie viel Erfahrung der gibt. Der hat wieder das Eisfeld um sich. Das ist so eine Art Eisrüstung. Aua, das hat schon ordentlich wehge. Ah, ich sehe nichts. So, er liegt wieder. Stell dir mal vor, ich mache noch die alten Schadenswerte. Weil ich habe 5 Jahre, bis der weg ist.
11.250, das ist Ork. Erledigt. Und jetzt suche ich Urea. So, frischer Salbeistrauch. Ist hier noch irgendwo einer? Boah, die Frostklaue war echt cool. Ich bin halt voll oft reingegangen, anstatt abzuwarten. Das hat mir halt natürlich, hat mich natürlich recht viel Medizin gekostet. Aber jetzt verstehe ich auch, warum das Spiel diesen Turm hier nicht zählt. Und warum ich vorher schon die Errungenschaft bekommen habe. Weil der Turm halt einfach questrelevant ist und nicht... Und man den eh nicht verpassen kann. Beziehungsweise man könnte den sogar auslassen, indem man da einfach durchspaziert. Ich glaube, hier ist aber nichts mit. Das ist wahrscheinlich dann weiter oben. Naja, das ist wahrscheinlich weiter oben. Weil ich muss eh hier hoch. Das passt dann. Frostklaue war echt cool zum Bekämpfen. Bin gespannt, ob noch was Neues kommt. Ja, bis jetzt haben wir nur Versenger und Frostklaue und halt die ganzen dämonischen, aber... Ist hier die Blauglanzformation? Ich hoffe. Weil ich glaube, hier komme ich nicht nochmal hin. Ach, Eloy, du sollst da hoch. Sie nach links, wahrscheinlich. Ja, eindeutig. Der Slow-Motion-Effekt da ist eigentlich so sinnlos. Okay, Blauglanz ist hier oben, sehr gut. Komme ich hier auch irgendwo hoch? Ich muss zum Blauglanz, ganz wichtig. Nein, muss hier wahrscheinlich noch mehr hoch und dann hüpfen. Mann, der Eiseskälte klettern. Du musst da ja wahnsinnig abrutschen überall, wenn alles so vereist ist. Das muss der Schrein sein, von dem Naltuk sprach. Ich hole mir etwas Blauglanz. Es glitzert. Kein Wunder, dass es wertvoll ist. So, drei Stück haben wir jetzt. Wunderbar. Blauglanz von hier haben wir auch erledigt. Es fehlt nur noch die Tierfigur. Dann haben wir eigentlich alles auf der Karte am Blauglanz. Oder fehlt irgendwo noch Blauglanz? Ich glaube nicht. Nee, sieht nicht so aus. Medizin bin ich auch fast voll, das ist auch sehr angenehm. Ich dachte schon, ich konnte das Blaue nicht mehr mitnehmen, weil ich voll bin. Naltuk sagte, Urea sei am Schrein vorbei zum Berg gegangen. Ich nehme besser die Treppe. So... Na, bin ich froh, hat das doch geklappt. Mit dem Blauglanz sammeln. Aber ich war schon echt verzweifelt. Vielleicht ist Urea dort. Na, wir gehen mal rein. Ja, das ist genau die Tür. Und dann kommen wir hier wahrscheinlich. Ja, und hier ist dann die Tierfigur. Alles klar. Das ist einfach questrelevant alles. Firebreak Upgrades, Sprachaufzeichnung, Datenbeschädigung minimal. 2. März 2046. Ich versuche jetzt schon seit 16 Stunden Upgrades zu installieren, um die Leistung des Zentralprozessors zu steigern.
Projekt Firebreak wird die Denkkraft brauchen. Hoffentlich habe ich selbst auch genug. Anita war die ganze Zeit über bei mir. Wir haben viel geschafft. Aber jede Berührung oder der Duft ihres Haares... Oh Mann. Ich sollte ins Bett gehen. Oh, der ist wohl in sie verliebt. Aber ich muss noch mal kurz nachschauen. War da ein Text dabei? Nee. Ah, Kenny Zhao war das. Okay. Weiß ich gar nicht, ob das unten noch dabei stand. Ausrüstung. Was war das hier? Oh ja, sieht schon sehr eigenartig aus. Das sieht schon sehr eigenartig aus. Dann dazwischen die typischen Banuk-Totems. Ah, hier ist noch was. Datenpunkt Vorratslager, Chaos, Sprachprotokoll, Datenbeschädigung partiell. Hier ist Sicherheitschef Blevins mit einer erneuten Notversorgungsordnung. Lest sie diesmal gefälligst, okay? Ihr wollt sicher nicht, dass ich meine Leute anrufe. In SLC. Vorratslager-Chaos. Hä? Ah, da gibt's noch eine Nachricht dazu. Nachricht. Zu Beginn werde ich euch den Begriff Katastrophe erläutern. Ein zerstörerisches Ereignis, das einen Grad der Beeinträchtigung bewirkt, der mit normalen Mitteln nicht zu bewältigen ist. Was ihr uns gegeben habt, ist definitiv normal. Version für Dummies. Gebt mir, was ich brauche, oder ihr fahrt schneller wieder nach Hause, als ihr Code Red sagen könnt. Die Liste noch einmal. 3000 Notrationen, keine Lasagne. 30 Armeetaschenlampen, kein Kram mehr aus dem Ramschladen. 10 tragbare Wasserpumpen, nicht 5, nicht 8, 10. 50 Tuben Fungizid, wir arbeiten unter der Erde, Sporen soll's geben. 15 Hydraulikwinden, 12 Ersatz-Drohnenantriebseinheiten, 50 holographische Mikrodrives. In einer Katastrophe, Definition oben, ist es unerlässlich, jeglichen Zugang zu und Abgang von der Anlage aufzuzeichnen. Im Gegensatz zu euch ist mir unsere Sicherheit wichtig. 50 extra weiche Mandelduft. Daten beschädigt. Ja, okay, die Mandelduftsachen sind wohl sehr wichtig. Mandelduftextrakt oder so. Okay, hier sind nur... Bunkertür, Stromstatus aus. Aha, aha. Ich weiß nicht, ob ich hier schon sein soll. Ich habe gar keine Ahnung. Ah, ich glaube, hier sollte ich noch nicht sein, oder? Na, egal. So, Datenpunkt. Oh Gott, Blevins. Sprachprotokoll, Datenbeschädigung minimal. So, Datenpunkte. Wo haben wir's denn? Blevins. So. Sicherheitschef Blevins schikaniert uns wie ein verdammter Tyrann. Ich kann nicht einmal mehr niesen, ohne dass er mich kontrolliert. Oh Mann. Persönliches Protokoll. Wenn Blevins das Muster für das Orbikularstrahl-Türschloss noch ein einziges Mal neu konfiguriert, muss ich brechen. Klar, ich will auch nicht, dass jeder X-Beliebige in der Firebreak-Anlage herumstöbert, aber ihm geht es nicht um Sicherheit, ihm geht es um Kontrolle. Ich frage mich, ob Levins früher reinkommt, um mit seiner Überwachungskamera aus seinem Bonzenbüro allen dabei zuzusehen, wie sie das neue Muster lösen. Dieser Brückentroll. Man sollte meinen, dass bei seinem riesen Drohnenbudget auch noch ein Fläschchen Deospray drin wäre. Gott möge mir und Kenny beistehen, wenn er das mit uns jemals rauskriegt. So, sind die ein Pärchen, oder? Was meint sie mit uns? Ach, hier liegt auch nochmal was. So, Datenpunkt, die Tür schon wieder. Textnachricht von Dot Blevins, Datenbeschädigung minimal.
Ah, geht vom Text her, also von der Länge. Okay, wie ich höre, haben einige Mitglieder unseres Personals Probleme mit unserem hochmodernen, ultrasicheren und absolut erforderlichen Orbikularstrahltürschloss. Gut, also nochmal. G-A-N-Z. Langsam. Achso, ganz langsam. Das Ding in der Mitte ist der Quellknoten. Den muss man einschalten. Ja, ich weiß. Kompliziert, oder? Dann müssen die anderen Knoten so gedreht werden, dass der Datenstrom mit der Legitimation zurück zur Quelle gelangt. Manche Knoten puffern fehlerhafte oder verdächtige Daten, die sollte man besser vermeiden. Dürfte nicht so komplex sein, weil die Dinger rot sind. Wie ein Stoppschild. Das sollte jeder eigentlich schon in der Vorschule gelernt haben, aber man weiß ja nie. Wie auch immer, das war's. Wenn der Datenstrom zurück zur Quelle geleitet wird, geht die Tür auf. Es ist wirklich nicht so schwer, aber wenn es sein muss, kann ich während des Versuchs auch Händchen halten. Naja, streich das lieber. Das muss auch alleine gehen. Ich halte niemandem das Händchen. Okay. Quellknoten, Datenquelle. Für eine Verbindung wird ein geschlossener Kreislauf benötigt. Die Tür ist mit irgendwas hier drüben verkabelt. Netzkabel, okay. Die Knoten auf dem Boden müssen mit dem Tor verbunden sein. Ich muss aber nochmal zurück. Ich habe mir, glaube ich, drüben nicht alles angesehen. Und ich will ja keine Textnachrichten und so verpassen. Ich bin ja gleich in den Raum, weil ich mir dachte, okay, ja, bevor ich da nach hinten laufe. Was haben wir denn hier? Oh, hier geht's ja überall wohin, oder komme ich von hier? Nee. Nee, von hier komme ich hundertprozentig nicht. Ah, hier ist sogar noch was. Datenpunkt Thanksgiving, Sprachaufzeichnung, Datenbeschädigung minimal. So. Ist ja auch ein Text? Nee. Noch eine E-Mail von meiner Schwester. Ich hatte kaum Zeit zum Denken oder Antworten. Oh, das Foto der Mädchen hat mein schlechtes Gewissen nur noch verstärkt. Jenny sieht so stolz aus in ihrem Pilgerkostüm. Ach, verdammt. Ich habe Thanksgiving noch nie verpasst. Und die Chancen für Weihnachten? Ach, gleich null. Ich kann Ihnen nicht mal sagen, dass ich all das nur zu Ihrer Sicherheit tue. Die... Allein schon das Kind wird's nicht verstehen. Okay, hier sind diese Schlafkabinen gewesen. Interessant. So, hier geht eh nichts auf. Hier ist die riesige Bunkertür. Brandschutztür verstärkt, Verschlussintegrität erhalten. Hier ist auch wieder was. Das sieht voll aus wie so ein Hebel, aber man kann damit nichts machen. Die ganzen Holo-Sachen sind schon echt cool. Na gut. Das heißt, wenn wir hier durch die Tür wollen, müssen wir das links machen. Gut. Aber wir hätten sonst wahrscheinlich einen von den, also wir hätten sonst die Nachrichten da verpasst. Mit diesen Lichtern machen. Okay, die roten Sachen sind nicht gut, hat's geheißen. Sie drehen sich und ändern den Lichtfluss. Nee, das muss eh so sein, das passt.
Ach so, es leuchtet halt nicht, weil das hier nicht ist. Gut, dann muss ich das hier noch. So, immer schön drehen. Na gut, mal sehen, ob offen ist. Das war ja leicht. Das Geräusch war ein bisschen komisch. Hat sich eher wie so ein Schrei angehört. Gut, wir können da jetzt rein. Alter, diese Türen sind so cool. Okay, und hier kann ich wahrscheinlich, ja, hier kann ich einfach hochklettern. So, ab nach oben. Ah, hier geht's eh noch weiter. Ah, okay, einfach gerade. Gerade hoch. Ah, ich kletter jetzt gerade einen Aufstuhl. Alter, was rede ich? Nicht Aufstuhlschacht. Aufzugsschacht nach oben. So, dann hier nach links, hier hoch. Ja, Aloy ist ja super flink, die kann das. Aloy schafft das. Wir sind jetzt aber auch bald so weit, dass wir hier das Tierding mitnehmen können, oder? Die Tierfigur. Ach, hier ist ja noch eine. Vielleicht komme ich durch die Struktur da drüben wieder rein. Ja, das ist ja voll komplex. Okay, die Tierfigur ist noch weit entfernt. Ich muss wohl zu diesen Treppen. So, dann hier runter. Boah, wenn ich da gesprungen wäre, wäre ich in den Tod gestürzt. Hey, boah, ich dachte schon. Warum springt die nicht so weit? Aber das ist wahrscheinlich gewollt gewesen. Oh, mein Atem gefriert. Noch bevor ich überhaupt ausatme. Ja, es ist hier schon wahnsinnig kalt hier oben. Also ich will jetzt gerade mit Aloy überhaupt nicht tauschen. Kälte ist zwar immer angenehmer als Hitze, weil ich bin halt ein Mensch, ich vertrag halt Schwitzen überhaupt nicht. Ich mag das gar nicht. Und gegen die Kälte kann man wenigstens was tun. Uriah muss nahe sein. Aber so weit oben, da hat es keine Ahnung, wie viele Minusgrade. Das wäre mir dann schon wieder zu kalt. Sie muss irgendwo hier drin sein. Ah, hier ist wieder ein Text. Datenpunkt Stufe 2 abgeschlossen. Textnachricht von Kenny Chow. Datenbeschädigung minimal. Oh, geht von der Länge. So, an YNPF. Alle. Datum 23. Dezember 2046. Betreff Fertigstellung des ersten Stadiums der Hauptanlage. ZHD, alle Mitarbeiter. Ich bin stolz, den Abschluss der ersten Infrastrukturstufe unserer Hauptanlage bekannt geben zu dürfen. Dieser Komplex ist das Nervenzentrum unseres Projekts und eine pünktliche Fertigstellung macht auch weiterhin den fortgesetzten vollen Einsatz des Teams erforderlich. Aber obwohl es noch viel zu tun gibt, sollten Sie stolz auf all das sein, was Sie bisher erreicht haben. Angehängt finden Sie einen detaillierten Plan zum Verlassen des Hilfsraumes, der im weiteren Verlauf der Arbeiten an der Hauptanlage als Notfallbereich dienen wird. 90% unseres Personals muss bis 17 Uhr am Mittwoch umgezogen sein. Wenn Ihr Name nicht auf der Zuweisungsliste steht, schicken Sie Marisa eine E-Mail mit Kopie an mich. Ihr Einsatz, Ihr Talent und Ihre Intelligenz sind eine tägliche Quelle der Inspiration. Dr. Kenny Chow, Projektleiter. So, bin ich jetzt da, wo ich... Ah, die Tierfigur ist da vorne. Alles klar. Ah, hier ist noch was zum Mitnehmen. Okay.
Menüstreich. Sprachnachricht mit Text von Kenny Chow. Datenbeschädigung minimal. So. Jemand hat die Menütafel gehackt, damit sie Obszönitäten über unseren Kollegen Mr. Blevins anzeigt. Ist das hier das fortschrittlichste Geologieprojekt aller Zeiten oder doch eher ein Kindergarten? Kommt schon, Leute. An YMPF, alle von Kenny Chow, Kopie an, Dot Blevins, Datum 3. Dezember 2046, Betreff, Hacken der Menütafel. Ich weiß nicht, was das ZHD heißen soll. Alle Mitarbeiter von einer Gruppe der besten Wissenschaftler unseres Landes, die eingestellt wurde, um sich einer schweren Bedrohung der nationalen Sicherheit anzunehmen, sollte man eine reifere Einstellung erwarten können, als gestern in der Kantine demonstriert wurde. Mr. Blevins spielt eine zentrale Rolle bei der erfolgreichen Ausführung von Firebreak und verdient aufgrund seines Titels und seiner zahlreichen Beiträge zum Projekt unseren Respekt. Bei weiteren Vorkommnissen hinsichtlich der Menütafeln werde ich die Verantwortlichen persönlich ausfindig machen. Dr. Kenny Chow? Projektleiter von Kenny Chow an Anita Sandoval. Datum 3. Dezember 2046. Betreff Weiterleiter an Hacken der Menütafel. Anita, warst du das? Heißt vielleicht die ganze Zeit falsch ausgesprochen? Das heißt Kenny Chow, nicht Chow? Ich habe keine Ahnung. Ich bin, was das betrifft, überhaupt nicht sprachbewandert.